Kapitel 2 Bald danach fragte David Jahwe: Soll ich jetzt in eine der Städte Judas hinaufziehen? Jahwe sagte: Zieh hinauf. David fragte weiter: Wohin soll ich gehen? Nach Hebron, war die Antwort. Da zog David dort hinauf. Seine beiden Frauen Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel, nahm er mit. Auch seine Truppe ließ er samt ihren Familien mitziehen. Sie ließen sich in der Umgebung von Hebron nieder. Dann kamen die Männer des Stammes Juda und salbten David dort zu ihrem König. Als man David berichtete, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hätten, schickte er Boten dorthin und ließ ihnen sagen: Jahwe möge euch segnen, dass ihr Saul, eurem Herrn, die Liebe erwiesen habt, ihn zu begraben. Jahwe erweise euch nun auch seine Liebe und Treue. Und ich will euch ebenfalls Gutes tun, weil ihr das getan habt. Nun zeigt euren Mut und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot, und das Haus Juda hat mich zu seinem König gesalbt. Doch Abner ben Ner, Sauls Heerführer, hatte sich mit Ischboschet, einem Sohn Sauls, nach Mahanaim zurückgezogen. Dort machte er ihn zum König über Gilead, über die Leute des Stammes Ascher, über Jezreel, die Stämme Ephraim und Benjamin und so über ganz Israel. Ischboschet ben Saul war 40 Jahre alt, als er König über Israel wurde, und regierte 2 Jahre. Der Stamm Juda jedoch stand hinter David. 7 Jahre und 6 Monate regierte David in Hebron als König über Juda. Abner ben Ner zog mit den Soldaten des Sauls Sohnes Ischboschet von Mahanaim nach Gibeon. Auch Joab ben Zeruja zog mit Davids Truppe aus. Beim Teich von Gibeon trafen sie aufeinander. Die einen blieben diesseits, die anderen jenseits des Teiches. Da sagte Abner zu Joab: »Lassen wir unsere jungen Männer doch zu einem Kampfspiel antreten.« »Einverstanden«, sagte Joab. So standen sie auf und traten gegeneinander an. 12 für Benjamin und Ischboschet und 12 von den Männern Davids. Die Kämpfenden packten sich gegenseitig beim Kopf, und jeder stieß seinem Gegner das Schwert in die Seite, so daß sie alle gleichzeitig umkamen. Den Ort in der Nähe von Gibeon, wo das geschah, nannte man Steinklingenfeld. Nun kam es zwischen den Truppen zum erbitterten Kampf. Die Männer Israels unter Abner wurden von den Männern Davids besiegt. Alle 3 Söhne der Zeruja waren an dem Kampf beteiligt: Joab, Abishai und Asael. Asael war schnell wie eine wilde Gazelle. Er jagte Abner hinterher und ließ sich durch nichts von ihm ablenken. Als Abner sich umblickte, rief er: »Bist du das, Asael?« Dieser bejahte. Da sagte Abner zu ihm: »Geh nach rechts oder links und pack dir einen von den jungen Leuten, dem kannst du die Rüstung abnehmen.« Aber Asael wollte nicht von ihm lassen. Da sagte Abner noch einmal zu ihm: »Lass ab von mir, sonst muß ich dich zu Boden schlagen. Dann kann ich deinem Bruder Joab nicht mehr unter die Augen kommen.« Doch Asael wollte nicht. Da stieß ihm Abner das stumpfe Ende seines Speers in den Bauch, so daß der Speer hinten wieder herauskam. Asael stürzte zu Boden und starb an dieser Stelle. Und jeder, der an die Stelle kam, wo Asael gefallen war, blieb betroffen stehen. Joab und Abishai aber jagten hinter Abner her. Als die Sonne unterging, kamen sie zum Hügel Amma, der östlich von Giach am Weg in die Steppe von Gibeon liegt.
Die Männer von Benjamin sammelten sich um Abner und stellten sich dicht geschlossen auf dem Gipfel des freistehenden Hügels auf. Da rief Abner Joab zu: »Soll das Schwert denn unaufhörlich weiterfressen? Weißt du nicht, dass am Ende Bitterkeit bleibt? Wann willst du endlich deinen Leuten befehlen, von der Verfolgung ihrer Brüder abzulassen?« Joab erwiderte: »So wahr Gott lebt, hättest du jetzt nichts gesagt, dann hätten meine Leute sich erst am Morgen von der Verfolgung ihrer Brüder zurückgezogen.« Darauf blies Joab das Signalhorn. Da gaben seine Männer die Verfolgung auf und stellten den Kampf gegen Israel ein. Abner und seine Leute marschierten die ganze Nacht durch die Jordanebene. Sie überquerten den Fluss und kehrten durch die Schlucht nach Mahanaim zurück. Als Joab die Verfolgung Abners abgebrochen hatte, sammelte er die ganze Truppe um sich. Da wurden von Davids Leuten, außer Asael, noch 19 Mann vermisst. Seine Leute aber hatten vom Stamm Benjamin und von den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Sie nahmen Asael mit und bestatteten ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Joab und seine Männer marschierten noch die ganze Nacht hindurch und kamen bei Tagesanbruch in Hebron an.